자유, 교민. Wurde 2008 auf der Weltmeisterschaft habe ich den dritten Platz geholt, wurde letztes Jahr Europameisterin und ja, habe mich dieses Jahr für die Olympiade qualifiziert. Also ich wurde bis jetzt einmal Vize-Europameister und einmal Vize-Weltmeister. Mein Ziel ist halt 2012 London. Meine Ziele sind die Olympischen Spiele in London. Rabia 15 und Tahir 17, zwei Geschwister, ein Ziel. Ihre große Schwester war 2008 bereits bei Olympia. Nun wollen die beiden in ihre Fußstapfen treten. Dabei unterstützt werden sie von ihrem Onkel und Trainer Özer Gülec. Er ist Gründer und Cheftrainer einer Taekwondo-Schule sowie deutscher Bundestrainer für Disziplin. Unter uns, ich bin sehr stolz, aber ich sage dir über meine Kinder oder die Schule, ich bin immer noch nicht stolz. Erst ist stolz, wenn ich eine Olympiasieger habe. Und das ist mein persönliches Trainerziel. Und dann werde ich echt sehr stolz sein. Gegeneinander haben die Europameisterin und der Vize-Weltmeister zwar noch nicht gekämpft, aber wer ist eigentlich der Bessere, Rabia oder Tahir? Ja, also ich finde mich besser. Ich finde eigentlich, ich bin ein bisschen erfolgreicher, weil ich habe, glaube ich, mehr Erfolge und war auch jünger als er. Und auch der Kleinste der Familie Gülec übt schon fleißig. Im August kämpfen dann Rabia und Tahir bei den Jugendolympischen Spielen in Singapur. Und wenn alles nach Plan läuft, werden hier bald die ersten Olympiasieger empfangen. Natürlich aus der Familie Gülec. Dann heißt es wieder: Ciao!